Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Prey. Freue mich sehr, dass ihr wieder da seid allesamt. Wir sind hier immer noch, oder wieder, auch wie auch immer, bei einem Gewächshaus im Arboretum. Wir haben letzte Folge hier einen Spezialdünger, der mit Typhon-Material getränkt war, in das Sprinklersystem reingetan und haben damit die Sachen gedüngt. Und wir werden in 7 Minuten nachschauen, was da rausgekommen ist. Irgendwie sehr, sehr coolen Spezial-Mimic-Pflanzen oder was, keine Ahnung. Guten Abend, Talos. Guten Abend. Ein Hinweis von Sicherheitschefin Alazar. Zum Schutze der Privatsphäre ihrer Kollegen sind Sicherheitsterminals nur von befugten Personen zu verwenden. Mhm. Wenn sie keine blaue Uniform tragen, sind sie vermutlich nicht befugt. Sehr gut. Wir werden diese Folge vermutlich also wir gucken mal kurz auf unsere Karte. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Sachen hier zu tun. Gartenschiffs fertig machen in 7 Minuten. Und dann werden wir in Richtung Alex Büro gehen. Das heißt, wir werden die nächste Zeit jetzt vor allem hier nochmal rumlaufen und schauen, dass wir nicht irgendwas übersehen haben. Bevor wir zu Alex Büro gehen. Weil dann wird es vermutlich zu spät sein. Diese seltsamen Geräusche hier, die machen nicht sonderlich viel. Das ist nicht sonderlich angenehm. Was ist das hier? Wieso ist das hier beleuchtet? Okay. Aus keinem speziellen Grund, schätze ich. Naja. Ja, hier oben waren wir bereits. Da haben wir das Zeug alles bekommen. Gehen wir mal in die Richtung ein bisschen. Zu diesen Bäumen eventuell. Das Büro sieht auch sehr cool aus von Alex. Wie sieht eigentlich unser Bruder hier oben seine Suite, sein Büro? Aus irgendeinem Grund. Ich meine, wir haben hier, glaube ich, keinen so einen Teil für uns nur, oder? Oh, hier ist noch so ein Entspannungsbereich mit irgendeinem Buch. Ha, zum Andenken an John F. Kennedy, der in dem Universum ja ein bisschen älter wurde. Können wir hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Kommt man sich langsam vor wie in Assassin's Creed, so viel wie wir hier rumklettern gerade in diesem Bereich. Nicht, dass wir irgendwas übersehen hier. Ja, hinten waren wir bereits bei dem Baseball-Spiel. Ich frage mich immer noch, wo ist dieser dumme Eingang war zu dem Sicherheitsstation. Oh ja, hier waren wir auch schon. Weil bei der Sicherheitsstation könnten wir mal nachsehen, welche Leute wir denn alle schon gefunden haben und welche noch nicht. Das fand ich auch ganz cool. Hier können wir auch mal eben in Alex Büro und so in seinen Bereich reinschauen. Sieht eigentlich recht okay aus. Ziemlich gut durchleuchtet und so. Ganz nett. Gut, hier geht's jetzt zu den Besatzungsquartieren. Wir können ja mal den Eingang zu den Besatzungsquartieren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir das Zeug ernten. Wir können ja eben den Eingang zu den Besatzungsquartieren da hinten. Ich glaube, ist hier nur diese eine Phantom, oder? Ja, ich schätze schon. Oh, da hinten ist noch ein korrumpierter Dings-Operator. Gut, was können wir denn jetzt hier machen bei unserem Kollegen? Irgendwas, was nicht möglichst zeugsparend ist. Wir können wirklich mehr unsere Psy-Fähigkeiten benutzen. Weil wir doch ziemlich gut dabei sind mit Psy-Hypos. Lol. Ach, man kann da also runter, so. Jo. Oh, da kommt noch ein Kollege. Oh shit,
Okay, was machen wir jetzt hier am besten? Wir schmeißen irgendwas in ihre Richtung. Zum Glück waren das nur normale normale Phantoms. Okay, die Kollegen da hinten, die werden wir noch anderweitig vielleicht beschäftigen. Ein Apfel, ein bisschen Muni. Hier haben wir Aalsülze mal wieder. Schön, dass die hier halb bis eingesperrt sind. Ah! Yo, was machen wir jetzt mit denen? Wir haben so viele EMPs, ne? Hauen wir mal eine EMP-Ladung hier rein. Ist das hier durchgeflogen? Warnung. Ich hoffe, ja. Anzug wurde beschädigt. Hallo? Ah, jetzt ist es reingeflogen. Wieso geht's denen noch so gut? Ach, komm. Könnt mich mal. Ah, hier ist die Sicherheits. Ist das die? Ja, hier ist die Sicherheitsstation. Ah, okay, damit hätten wir die auch gefunden. Und irgendwie gehen die mir gerade ziemlich auf die Nerven. Können wir hier eigentlich auch rein irgendwie? Hacken 2. Ja, aber was machen wir mal eben? Hoffentlich stelle ich mich jetzt hier mal ein bisschen besser an. So, und hier hoch und dann hier durch. Ja, das war jetzt. Komm, das war jetzt lieber easy. Viel zu easy. Viel zu easy. 4 Sekunden habe ich noch, das war ja unter Forderung 100. Anzug wurde beschädigt. So. Wäre hier mal Ruhe, ne? Okay, hier haben wir ein bisschen Vegemix. Flexi Foam Bolzen, Psy Hydro Fabrikatorplan haben wir bereits. Muni und auch Q-Beam Zellen, sehr gut. Noch weiter Q-Beam Zellen in den verreckten Operators, das ist gut. Klassisches Zeug hier. Ich kann das hier aufmachen irgendwie. Okay, scheinbar nicht. Big Bang Bonbon und der Westenheldstand. Ich glaube, das kennen wir sogar. Waffen-Upgrade nehmen wir gerne. 2 Programme, Bereichskarte. Oh, Bereichskarte, jawohl. Das ist gut. Sicherheitstür verriegeln. Ne, das wollen wir gerade nicht. Gut, ach, Moment, wir können ja eben noch nachsehen, was für Leute wir hier gefunden haben. Arboretum sind nicht so viele. Fast alle haben wir gefunden. Einer ist in den Belastungsquartieren. Alex Hughes, persönlicher Assistent, Oliver Benoit. Und Alex Hughes, Präsident, ist Standard. Ach was, der ist hier im Arboretum tatsächlich, Alex. So, so, okay. Ist er wahrscheinlich noch in seiner Suite da oben, ne? Botaniker, Gärtner, Sicherheit. Oh, okay, die Frucht ist fertig, soweit, sehr schön. Da finden wir noch viel, da haben wir viele Leute noch nicht gefunden. Hier haben wir eigentlich so ziemlich alle, bis vor allem im Shuttle-Lock ist. Datenzentrale haben wir eigentlich auch noch, da waren wir auch noch nicht, okay. Traumazentrum, da. Okay, die sind irgendwie ganz weit verteilt scheinbar. Frachtraum, da waren wir auch noch nicht. Brücke waren wir auch noch nicht. Oh Gott, wie viele Leute uns noch fehlen. Psychotronik haben wir fast alle. Neuromod haben wir. Naja, einige, sag ich mal. Shuttle-Lock waren wir auch noch nicht. Oh Gott, wo wir überall noch nicht waren. Besatzungsverpflichtung, ach Gott, da waren wir auch noch nicht. Ach du Scheiße, wie viele wir auch noch nicht gefunden haben. Guts, okay, die haben wir alle, schön. Lobby. Außerhalb der Station. PA-Managerin. Haha, lol. Fragezeichen, ist ja witzig. Das ist ja nicht Außenbereich, einfach außerhalb der. Komisch. Auch nicht viele gefunden. Kraftwerk. Gott, wie lange dauert diese Let's Play? Wir haben doch so viele Leute nicht gefunden. Das kann nicht wahr sein. Na gut, okay. Hier geht es jedenfalls zu den Besatzungsquartieren. Da geht es zum Storage Room. Ah ja, irgendein weiterer Storage Room, wo wir immer noch keine Schlüsselkarte haben. Okay. Gut, wir werden eben was essen, weil wir doch gerade ziemlich aufs Maul bekommen haben von diesen blöden Lappen. Was haben wir denn hier Schönes? Bier? Ne, Bier trinken wir jetzt erstmal nicht. Ach komm, wir essen mal leckere Spiralite Cookies. Das ist nämlich richtig cool. Einige Bananen, Bananenpudding. Und wir sind schon fertig, gut.
Anzugreparatur, da haben wir einen Operator, der uns das übernehmen wird, überlassen wird, wie auch immer. Wir werden auch mal eben die Waffen-Upgrades benutzen. Zum einen können wir mal eben, können wir den Q-Beamer noch weiter verbessern? Ja, können wir. Schussdauer ist zum Beispiel, glaube ich, ganz cool. Und was hatten wir denn noch? Ja, Lugan ist eigentlich schon recht gut. Gut dabei. Unsere Schrotflinte ist eigentlich auch ziemlich nice. Aber die hat noch gar nicht so viel Damage. Ach shit, das können wir noch nicht weitermachen. Oh, okay, das können wir noch gar nicht weitermachen. Na gut. Dann eben die hier. Warte, damit wir die Schrotflinte noch weiter verbessern können, brauchen wir was für einen Teil? Wir brauchen... hier. Waffenschmied 2 bräuchten wir da noch. Viele Menschenfähigkeiten. Hier haben wir gefühlt nichts gemacht. Wobei eigentlich hier diese ganzen Sneak-Sachen hier, die sind eigentlich auch ziemlich cool. Die hätten wir eigentlich auch ein bisschen mehr weitermachen können, aber gut. Wir spielen nicht so mega auf Sneaken. Naja. Gut, Stationskarte können wir uns gleich mal eben angucken, wenn wir auch schon dabei sind, hier umher zu. Oh ne, Moment, wir werden eben noch die Chipsätze, weil da haben wir einen neuen bekommen, oder? Nee? Okay, ich dachte, wir haben einen neuen bekommen. Fail. Na gut. Also hier waren wir eigentlich schon so ziemlich überall. Da fehlt auch nicht sonderlich mehr viel. Was wir noch nicht betrachtet hätten. Okay, der ist noch ein bisschen runter. Da waren wir aber eigentlich auch schon. So gesehen, okay. Hier unten... Da waren wir... Ah, da geht's hier runter. Okay, das hängt damit zusammen. Und... Das ist Alex' Büro. Und hier auch. Okay, gut. Dann gehen wir mal erstmal zum Dings-Operator. Ach nee, Schmarrn, der müsste da oben sein. Der mag uns eben unseren Anzug reparieren, weil er ziemlich krass zerstört ist. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Danke. Fertig. So, okay, wir gehen jetzt zu... Ach, Madame, wir wollten zu der Frucht, die gerade gewachsen ist, um die Quest fertig zu machen. Also ich sag, das wird so eine Frucht sein, die uns gleich angreift oder irgend sowas. Wir sehen, Shotgun ist bereit. Super Frucht. Oh, das ist ja eine fette Tomate. Dr. Howard, Super Frucht. Neben Essen. Jo, ich nehme die mal. Pflücke die Super Frucht. Dr. Howard, Super Frucht. Okay, sie hat das noch nicht angegriffen, so gesehen. Das ist, schätze ich mal, gut. Okay, die Quest wäre abgeschlossen. Mal schauen, was die uns jetzt bringt. Ob wir dazu irgendeinen Tooltip haben. Hier. Ach, die Farbe eines Questgegenstands. Die können wir am Essen. Eine durch die Dr. Howard Zungermix erstandene experimentelle Frucht. Na super. Ja, was machen wir jetzt damit? Ob die uns auch irgendwas bringt? Ich werde sie jetzt noch nicht essen. Vielleicht irgendwann anders werde ich sie essen. Mal schauen. Vielleicht werden wir die, weil die hat die Farbe eines Questgegenstands, glaube ich. Vielleicht kann man die noch für irgendwas benutzen. Eben hat sie uns nicht aufgegessen. Das wäre lustig gewesen. Also eigentlich nicht so, aber gut. Hier oben waren wir schon, ne? Jo. Dann gehen wir jetzt zu Alex hoch. Und zwar irgendwie über diese ganzen Bereiche hier. Da wir... Hallo! Okay, verdammt. Das hat nicht funktioniert. Naja, dann gluen wir uns eben. Wobei, wir müssen uns nicht hochgluen. Wir können einfach... Wir versuchen es einfach nochmal, weil wir vorhin da schon hätte gehen können, ohne Richtung. Das ist ja eigentlich ziemlich einfach, hier hochzukommen. Na, wieso kann er sich die nicht festhalten? Das war eine Scheiße. Okay, nochmal. Oder wir versuchen es von woanders. Du machst aber ein Geschütz, was uns nicht angegriffen hat? Okay, lol. Okay. Ah.
Guten Abend, okay. Carlos. Denken Sie daran, hier werden wir schon mal Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Ah, toll. So nach ganz hier oben können wir wahrscheinlich nicht, aber wir können immerhin auf hier unten den unteren Teil kommen. Oh Gott, wir kommen. Okay, wir kommen schon hier hoch. Schön. So, jetzt bin ich gespannt, ob wirklich der Alex hier oben wohl vielleicht sein wird. Mal gucken, wie wir im Psy-Hyper benutzen, weil wir ein bisschen wenig haben in dem Moment. Jo. Schöner Bereich hier so. Können wir hier was pflücken? Für die Botanik. Düngersäcke. Was haben wir hier? Vorratskiste. Pommes frites und Bananen. Okay. Naja, da wären wir hochgekommen mit dem Gravlift. Wir sind schon fleißig mit vor den Kameras. Können wir die eigentlich zerstören? Nee, ne? Nee. Das wäre lustig gewesen. Okay. Hätten wir hier irgendwas noch gefunden? Ja, ne, den Gravlift können wir leider nicht benutzen. The Office of Alex Yu, President and CEO. Okay. Da haben wir. Da kommen wir einfach so rein, oder? Tatsächlich. Krasser Scheiß. Das machen wir gleich. Wir können hier auch bereits ganz gut reinsehen. Und es sieht alles sehr gut aus. Also hier scheint. Also ich sehe hier keinen Alex und ich sehe hier auch keine Typhons. Das ist ja schon mal etwas, ne? Alex Yu, President and CEO. Da schauen wir gleich noch rein. Ich check erstmal ab, was es hier oben noch gäbe. Okay. Auch keine Typhons. Das ist ja echt regelrecht frei und leer hier. Und oh, Anruf, Alex. Als wir noch Kinder waren, bist du oft in mein Zimmer geschlichen. Hast meinen Computer benutzt. Ich weiß noch, wie du meine geleckte Conquistador-Spielstände geschrottet hast. Ich hab dir damals den Arm gebrochen. Das tut mir heute leid. Toller Bruder. Aber ich nehm's dir immer noch übel, dass du meine Sachen angerührt hast. Will er damit sagen, wir sollen nicht seine Sachen anrühren? Die internationale Kunst. Ah, das kennen wir schon. Das über Kunst haben wir schon gelesen. Die sämtliche gute Künstler engagiert haben, um hier irgendwie ein paar schöne Sachen zu. Solche tollen Kunstwerke, die möglichst futuristisch aussehen, zu verteilen. Was zur Hölle? Zu schnell, zu weit, 3. Wir haben davon einige gelesen bereits, ich weiß allerdings nicht, ob wir das gelesen hatten. Naja. Waffen-Upgrade, ja, hier kann auch einfach mal ein Waffen-Upgrade rumliegen, warum denn nicht? Er hat Ofen, okay, cool. Sauerstoff ist hier ja nicht knapp, so wär's ja nicht. lol, Gedichtesammlung. Kann ich leider nicht lesen. Da habe ich wirklich eine Ausrede. Was haben wir hier? Da waren wir schon, gut. Okay, hier hinten wird es jetzt ein bisschen spannender in dieser Etage. Moment. Wir müssen immer auf alle Sachen draufklettern irgendwie. Okay, hier oben gibt es nichts. Schau nicht, dass es uns aushält. Cologne Technological Institute. Cologne? Das hat denn. Soll es wirklich Köln sein? Wahrscheinlich schon. Be it known that Cologne Technological Institute, in recognition of the successful completion of the requisite course of study, has confirmed upon Alex Yu the degree of Doctor Rerum Naturalum. Okay, nicht schlecht. Schön hier. Dasselbe Bild hatten wir auch in unserem simulierten Zuhause. Zweiter Auszug aus Brandys Geschichte. Fallstudien über Spender und Empfänger von Neuromods. Ich fragte Brandy, ob sie sich von ihrer Paraplexie verraten fühle. Sie nickte. Nicht aus Zustimmung, sondern weil sie verstanden hatte, was ich meine. Weil sie herausfanden, dass sie mein Gehirn kartografieren,
ich aber selbst keine Neuromod erhalten habe. Ihr Lächeln wurde bestimmter. Ich glaube, das macht dieses Geschenk umso bedeutsamer. Ein Jahr später entschied sich Transtar aufgrund nicht näher genannter Risiken, keine weiteren Neuralkarten, Konnektome, von Paraplexie-Patienten anzufertigen. Ich habe wieder Neuromod. Sehr hübsch. Ein bisschen was in Schränken. Sie wie gerne. Upp, hallo. Alex Yu, Hacken 4. Oh, das ist natürlich bitter, dass wir hier das. Dass wir das hier nicht hacken können. Schade, 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 schade. Vielleicht müssen wir doch irgendwann mal Hacken 4. Uns Hacken 4. Nehmen. Freischalten, was auch immer. Haben wir irgendwas Schweres, das wir benutzen können, um das da freizuräumen? Oder müssen wir eine Recyclerladung dafür? Dafür. Opfern. Ja, natürlich, es gibt mir noch Damage. Okay, wir recyceln das. Und wir werden noch ein bisschen von Alex schönem Möbeljahr mit recyceln, damit es uns ein bisschen mehr Ertrag gibt. Da würde dann erst recht sauer auf uns sein, aber gut. Jemand, der uns den Arm bricht dafür, dass wir einen Spielstand. Naja, das ist nicht so nett. So, weg mit dem schönen Geschirr. Lums. Zack. Und den Globus nehmen wir auch noch. Soll das ein Globus sein? Das sieht irgendwie komisch aus. Die Form eines Globus, aber naja. Yo, wir recyceln das jetzt noch schön. Plopp. Jägerin Bolzenwerfer, du deinen Job. Plups. Yo, wo ist der Bolzen hin? Hier. Wir wollen ihn natürlich nicht wasten. Wir haben mineralisches Material und synthetisches daraus bekommen. Die Explosion war. Und auch organisches. Die Explosion war auch ein bisschen laut, muss ich sagen, aber gut. Ist okay, glaube ich. Wo kommen wir jetzt hier hin? Wartungsschleuder. Oh, du. Ja. Was zur Hölle? Ah, Alex! Bürotresor. Ah, hier ist ein Wagen. Ein bisschen Munition. Sehr interessant. Okay. Das ist auf jeden Fall der Tresor, wo wir den Code sogar haben. Und zwar von dem guten Operator December, wenn ihr euch noch erinnert, von schon eine gewisse Zeit her. Hacken 3 hätten wir sogar hacken können. Glaube ich, haben wir Hacken 3? Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir Hacken 3? Moment. Ja, haben wir. Aber wir haben den Code sogar. Da bin ich jetzt gespannt, was jetzt hier drin ist. Was December uns überlassen hat, bevor er von January gekillt wurde. Also, wir kriegen erstmal einen Mimic Detector Gen 2. Für unseren Psychoskop, schätze ich. Alex Use Suite. Schlüsselkarte. Nullwellentransmitter, Neuromods und ein Transcribe. Suche in Alex Zimmer nach dem Fluchtkapselschlüssel. Wenn alles so schlimm wird, wie ich befürchte, bleibt dir nur noch die Flucht. Du musst bekannt machen, was auf der Talos 1 passiert ist. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie ist verschlossen. Ich habe einen Zweitschlüssel auf dem Datentower neben dem Stuhl versteckt. Du weißt schon, welchen ich meine. Es steht diesmal mehr auf dem Spiel als unser Leben. Oder die Station. Wenn auch nur eine dieser Kreaturen zur Erde kommt, dann war's das. Ich habe immer diesen Traum. Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es. Ich kann es nicht sehen. Aber es sieht mich. Ich spüre seinen Hass. Ich weiß, du weißt, wovon ich spreche. Oder wirst es bald. Okay. Also das ist jetzt scheinbar eine andere Audioaufzeichnung von uns. An uns selbst, die jetzt allerdings nicht sagt, okay, jag hier alles in die Luft. Sondern die sagt, wir müssen was in Richtung Erde schicken. Damit die eben davon wissen. Aber das ist halt gefährlich, weil theoretisch kann überall Teifenmaterial und Teifenspuren irgendwie zur Erde mitkommen. Und wenn man Pech hat, ist man nämlich schnell mal mit nach Hause geschickt, so in die Richtung, ne? Also,
kann man nicht einfach irgendwie belastende Beweise, wir haben ja bereits irgendwelche belastenden Beweise gesammelt, soweit ich weiß, dass man die nicht einfach nach Hause schickt, sozusagen. Naja, okay, wir werden auf jeden Fall unseren Bruder Alex mal wieder ordentlich aufs Maul geben. Wie kommt man denn bloß dahin, ey? Teleskop. Ah, cool. Die Mondoberfläche. Terraforming des Mars haben wir, glaube ich, auch gelesen. Das große Projekt. Stand clear. Ja, aha. Oh, können wir das bewegen? Das wäre ziemlich cool. Ich würde ehrlich gesagt gerne da hochgehen und schauen, was da ist. Hier ist auch nicht viel Zeug. Also ein bisschen zum Pflücken der Blumen. Es ist doch auch interessant, dass Alex tatsächlich auch nicht hier ist. Ah, hier kommen wir hoch sogar. Ich hätte fast gedacht, dass wir Alex vielleicht sogar hier antreffen, gerade weil es auch in der Sicherheitsstation hieß, dass Alex hier sein würde. Also zumindest im Arboretum. Oh, Ersatzteile, Rohrzange. Guten Abend, Talos. Dr. Hadley Dalton hält Ende der Woche im Lobby-Trainingsbereich ein zusätzliches Seminar über Neuralkonnektome. Klingt spannend. Platzreservierung bitte per E-Mail an Dr. Dalton. Alles klar. Ich weiß nicht, ob der das immer noch hält. Gut, kommen wir... Moment. Oh, scheiße. Moment. Okay, das sieht nicht gut aus. Moment. Ja, okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Moment. Können wir darüber klettern? Garantiert können wir darüber klettern. Das war eigentlich gerade so mehr so eine rhetorische Frage. Natürlich können wir hier rüber klettern. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, wie, aber wenn wir hier ein bisschen Gloom hinpacken, also, ne? Ja, genau. Wir können einfach alles voll gluten. Und dann... Ja, sehr gut. Das hier sieht nämlich so mega interessant und cool aus irgendwie. Wenn wir jetzt allerdings runterfallen, das finde ich so gut. Oh. Oh, shit. Sehr smooth. Oh, fuck! Ah, oh. Hat funktioniert. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Das sieht ja sehr cool aus. Ist das diese Fluchtkapsel von Alex? Sieht fast so aus. Sauerstoffflasche. Ja, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Alex... Ah! Okay. So viel dazu, dass wir eine Sicherheitsstation angezeigt bekommen haben, dass Alex sich hier aufhält. Sein Tracking-Armband liegt einfach hier oben. Ha. Okay. Neue Mod nehmen wir natürlich. Vorratskiste, zwei Psy-Hypo. Keine passende Schlüsselkarte. Ja gut, das ist dieses, Dings. Fluchtkapsel von Alex, um die es ging. Die liegt also hier. Kommen wir scheinbar auch nicht rein. Aktuell. Und wir sollen jetzt allerdings seinen Schlüssel finden. Warte, wie hieß das nochmal? Wo soll er sein? Eine Sekunde, ich muss eben nachsehen, was da der Tipp war. Das ist so fail, dass wir mit December hier verkackt haben. Hol den Schlüssel zur Alex Fluchtkapsel. Aber das ging, das konnte man ja eigentlich gar nicht. Naja, egal. Suche in Alex Zimmer nach dem Besatzungsquartier allerdings. Okay. Das heißt, hier werden wir auch durch. Und die nächste Nebenquest für die Besatzungsquartiere. Gut, ich glaube, oh shit. Gott sei Dank haben wir dieses schöne Jetpack-Teil. So, wenn wir dann weiter ansehen, was wir alles gerade gemacht haben, noch machen können und so weiter, waren wir hier eigentlich überall. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir hier irgendwas verpennt oder vergessen haben bisher. Weil... Dass wir hier ist sicher irgendwo noch ein Geheimfach oder irgendwas in die Richtung. Weil das hier alles... Das ist, ich meine, das ist hier seine krasse Suit, so, ne? Irgendwie... Und... Das würde irgendwie Sinn machen, dass es hier noch irgendwie was gibt. Wo er irgendwas versteckt oder so.
Aber vielleicht, ich meine, gut, dass er hinten war, ja. Na gut, das war jetzt auch nicht so nicht geheim, aber gut. Yo, Sprinklersystem. Ach so, ja, stimmt. Wir können ja theoretisch auch weitere Früchte züchten, die uns dann wieder irgendwelche Effekte geben. Na? In diesem Sinne können wir die Frucht eigentlich echt mal testen und schauen, was passiert. Moment, das machen wir mal eben. Was macht ihr denn? Angenommen, ich esse jetzt mal. Zack. Okay. Ich glaube, sie hat alles aufgefüllt irgendwie. Oder so in die Richtung. Schauen wir mal an. Status wohlgenährt. Ja. Ja, das ist halt irgendwie Essen, was scheinbar ziemlich viel Zeug auffüllt, ne? Okay. Wir haben Chipsets bekommen fürs Psychoskop. Nämlich Mimic Detector Gen 2. Ermöglicht die Entdeckung verborgener Mimics und großer Mimics. Das ist natürlich besser, ne? Macht Sinn. Das heißt, wir werden das hier deinstallieren, was schönerweise einfach so funktioniert. Und den reinpacken. Gut. Soweit so gut. Ich würde sagen, wir belassen es dabei für diese Folge. Wir haben doch recht viel geschafft und werden dann in der nächsten Folge. Es ist ein bisschen schwer zu sagen. Wir werden vielleicht. Gut, Datenzentrale geht, ist die Hauptstory. Besatzungsquartiere haben wir aber jetzt richtig viele Sachen, die wir schon machen könnten. Brücke. Gibt es noch keinen Grund hinzugehen? Könnten wir allerdings, vermutlich, möglicherweise. Ja. Hier unten, Lebenserhaltung, Frachtraum, Kraftwerk und Shuttle-Dock. Da waren wir auch überall eigentlich noch gar nicht gescheit. Wir sehen mal schauen, in welchen der ganzen Bereiche wir nächstes Mal hier weitermachen. Es gibt hier, ich bin eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wo wir noch gar nicht waren. Also würde ich noch gar nicht richtig waren halt, ne? So gesehen. Mal sehen. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.